Welche Farbe ist eigentlich optimal für den Arbeitsplatz? Welche macht mich so richtig erfolgreich? Diese Frage bekomme ich so oft gestellt. Heute gibt's die Antwort im aktuellen Raumtalk. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und Gründerin der I Love My Home Community und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Ja, lass uns heute über den Erfolg sprechen. Arbeitsraumgestaltung. Viele Arbeitsräume habe ich schon gestaltet in großen Firmen, ganze Konzernzentralen, Shops bis hin zum Homeoffice oder zum Homeoffice, das nicht einmal existiert hat, weil die Person am Esstisch arbeitet oder irgendwo im Schlafraum, was auch immer. Irgendwann stellt sich immer die Frage, welche Farben wollen wir in den Raum bringen? Welche Farben unterstützen unsere Ziele und Träume? Die Antwort ist leider nicht so einfach, sonst könnte ich sie dir gleich geben. Du kannst es umsetzen und bist 100% erfolgreich. Es kommt auf dich an, auf deine Ziele und die Dinge, die dich jetzt am besten weiterbringen. Und das verändert sich auch. Drum in meinem Room for Success Programm, das so der Gesamtplan ist, um deine Räume richtig auf den Erfolg zu programmieren, da sprechen wir sehr viel über Farben. Da versuchen wir unterschiedliche Farben und Dinge hereinzubringen und die Wirkung genau abzustimmen. Farben haben unterschiedliche Wirkungen. Und du bist hier in meinem Büro, da habe ich die grüne Wand mit den grünen Streifen. Grundsätzlich ist Grün einer der Farben, die wirklich den Erfolg stärken. Da geht es um Wachstum, denke an den Frühling. Alles wächst in die Höhe, alles sprießt. Das wollen wir ja, wenn wir erfolgreich sein möchten. Es gibt natürlich auch viele andere Farben, die uns unterstützen können, dann, wenn wir persönlich andere Dinge brauchen. Zum Beispiel, was ist es, was vielleicht dich ein Stück weit aufhält, erfolgreich zu sein? Wie kannst du das ausgleichen? Manche sagen, es ist die Ordnung und Struktur. Ja, da werden eher Weiß-Grautöne dich unterstützen, Struktur und Ordnung, Klarheit in die Räume zu bringen. Da wird die Wand mit der Wischtechnik in Rot und Orange eher zu aktiv sein. Wenn du sagst, ich brauche Kommunikation, ich möchte in Bewegung kommen, da soll sich was bewegen, dann ist die Wasserenergie optimal, das Blau für dich, dann solltest du Blau in die Räume bringen. Wenn du sagst, 1000 Dinge mache ich, nichts fertig, es ist Zeit zur Ruhe zu kommen, dann schau, dass du auch Brauntöne in deinen Räumen hast, dass du das Erdelement in den Räumen hast. Ich habe zu jeder Farbgruppe auch eigene Raumtalks, da kannst du noch näher hineinschauen. Lass dich inspirieren, was du wirklich brauchst für deinen nächsten Schritt. Auf jeden Fall würde ich sagen, etwas Grün sollte dabei sein, damit du so richtig auch das Wachstum siehst in den Räumen. Und meistens spürst du schon, wenn du hineinkommst, geh mal mit dem fremden Blick in deinen Arbeitsraum. Ist da Wachstum sichtbar? Ist da das sichtbar, was es jetzt braucht, um den nächsten Schritt zu tun? Zweites Thema ist natürlich dein Unternehmen und die Dinge, die du produzierst. Und das sehe ich sehr, sehr oft, dass das auch farblich gar nicht sichtbar ist. Wenn du ein Unternehmen hast, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, dann identifizieren wir uns auch mit Farben. Das sind die Unternehmensfarben, die Corporate Identity. Und die ist gut auch sichtbar zu haben. Da
dass wenn ich in den Raum gehe, dass ich automatisch wechsle in diese Funktion als erfolgreiche Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Geschäftsführer, Unternehmer, Unternehmerin, was auch immer du tust. Und speziell, wenn du im Homeoffice bist, dann empfehle ich dir, das gut sichtbar zu machen. Auch wenn du am Esstisch arbeitest. Übrigens, wenn dich das interessiert, gibt es auch einen Raumtalk dazu. Schau da einfach hinein, wie du erfolgreich am Esstisch arbeiten kannst. Schau, dass das, was bei dir produziert wird, was du repräsentieren willst, auch sichtbar ist in Farben. Wenn du ein Unternehmen hast, wo es extrem um Wachstum geht, wo es vielleicht sogar irgendwelche Themen rund um den Wald gibt. Und da ist kein Grün sichtbar. Da ist diese Natur nicht sichtbar. Dann wird es schwierig, weil dein Unterbewusstsein geht gar nicht dorthin in dieses Neue. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen beraten, die haben auch mit Pflanzen zu tun. Die entwickeln Pflanzen, verkaufen die weiter und so weiter in den Büros. Da war alles grau in grau, da war nicht einmal sichtbar, dass irgendwas mit Wachstum, das Produkt war überhaupt nicht sichtbar, gar nichts, was das Wachstum der Pflanzen gezeigt hat. Und dann wird es natürlich schwierig, das auch umzusetzen, wenn wir da nicht inspiriert sind. Also schau, dass das Unternehmen und die Dinge, die du hinaustragen willst, da auch sichtbar sind. Natürlich kommt es auch auf den Raum an. Ja, in einem kleinen Raum mit wenig Licht, wenn du alle Wände im Dunkelrot streichst, dann wird es sehr ruhig, dann wirst du viel Licht brauchen, dann wirst du müde und es wird nicht so gut funktionieren. Schau hier auch auf die Raumwirkung. Was braucht der Raum? Braucht er mehr Helligkeit, Offenheit? Natürlich sind in Räumen, wo wir arbeiten, auch die Kontraste sehr, sehr wirksam. Wie ist die Lichtwirkung? Da kann man das berechnen und so weiter. Ich empfehle dir für den Anfang eher mit hellen Farben zu arbeiten an den Wänden und Wandakzente zu nutzen. An einer Wand nur. Warum? Das kannst du wieder ändern, wenn du dich vielleicht änderst und dann andere Farben brauchst. Und du kannst hier so ausprobieren, du kannst auch hingucken, setzen in deinem Arbeitsraum, den damit wunderbar strukturieren und das unterstützt so wirklich. Gold und Silber. Bei mir gibt es den Golden Dot in meinem Arbeitsraum. Das sind Farben, die Reichtum, die ja, Fülle, Wert symbolisieren seit Jahrtausenden. Und in den wirklich erfolgreichen Räumen war immer viel, viel Gold und Silber an den Wänden, überall in den Gegenständen und so weiter. Wir vergessen oft darauf zu nützen. Unser Unterbewusstsein hat das aber programmiert und wir können uns unterstützen, wenn die Dinge auch wertvoll wirken, dass wir den Wert und den Erfolg in unseren Arbeitsalltag bringen. Wo kannst du nur Farben anwenden? Natürlich an den Wänden. Probier es hier aus, vielleicht auch mit einem kreativen Farbakzent, vielleicht auch mit einer Form oder so wie ich Streifen, weil die unterstützen nochmal das Wachstum wie die Bäume in die Höhe. Und große Flächen. Schau, welche großen Flächen es gibt in deinem Räumen, zum Beispiel die Schränke. Wo sind da Farben? Ja, auch das Holz. Gilt. Ja, das gibt Stabilität, das gibt diese erdige Komponente. Wo kannst du große Bilder aufhängen, Vorhänge, all diese großen Flächen, die wir oft vergessen, die wir nicht gestalten und ganz unbewusst in irgendwelchen Farben nehmen. Die kannst du so wählen, dass sie dich und deine Ziele unterstützen. Natürlich all die Deko, die du aufstellst und so weiter. Vergiss aber die ganzen Büromaterialien nicht. Auch da gibt es viele, viele Farben. Du siehst hier auch den Farbfächer. Es gibt viele unterschiedliche Farben. Wenn du allein das Büromaterial änderst, all das Grau hinausgibst und durch frisches Grün ersetzt, dann wird sich extrem viel ändern in
an deinem Schreibtisch, in deinem Büro, dann kommt Frische hinein und dann kommt die Farbe schon voll und ganz zur Wirkung. Vergiss das nicht, setze gleich was um, probier es aus. Und Farben haben immer auch mit Balance zu tun. Wenn wir im Balance sind mit den verschiedenen Farben, dann fühlen wir uns wirklich wohl. Wenn jetzt alles grün in grün ist und einfach viel zu viel, dann wird es oft anstrengend. Dann braucht es wieder den Ausgleich. Und Farben im Raum, die können wirklich viel ausmachen. Das extremste Beispiel, was ich kenne, sind Büros. Die wurden vom Architekten mit schwarzer Farbe geplant. Stell dir vor, du kommst in einen Raum, der ganz schwarz ist. Das Einzige, was du siehst, ist der Blick hinaus. Wenn da leuchten draußen der Himmel, die Bäume, was auch immer. Der Fokus war nur draußen. Die Menschen dort haben in kürzester Zeit psychische und auch physische Probleme bekommen. Im Vergleich zu den weißen Büros waren die Burnout-Fälle viel, viel höher und es musste verändert werden. Weil Farbe hat so eine starke Wirkung. Ist ein Extrembeispiel. Aber schau auf deine Farben. Schau, dass sie dich unterstützen in dem, was du jetzt brauchst, um so richtig erfolgreich zu sein. Ich freue mich, wenn du mir berichtest in meiner Facebook-Gruppe Glückliches Zuhause oder wenn du einmal mit mir das Room for Success Programm startest. Dort drehen wir alle Hebeln, um deine Räume und auch dein Zuhause so richtig erfolgreich zu machen, auf Erfolg zu programmieren. Berichte mir von den Farben an deinem Arbeitsplatz und leite diesen Raumtalk weiter. Vielleicht hast du andere, die auch gerade überlegen, ihr Büro, ihren Arbeitsplatz neu zu gestalten. Du kannst sie so inspirieren und ihnen weiterhelfen, dass auch sie so richtig erfolgreich werden. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und zum Arbeitsplatz, da gehört noch eins, die Erfolgsposition. Sitzt du schon in der Erfolgsposition in deinem Büro, an deinem Arbeitsplatz mit den wunderbaren Farben? Hol dir auf jeden Fall meine Erfolgsposition unter www.mariahusch.com/Erfolgsposition und du erfährst alles, wie du deinen Schreibtisch positionierst, um noch erfolgreicher zu sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und vergiss eins nicht, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt.